Blitzer beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Oha. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Sei froh, dass du ihn überhaupt noch hochkriegst, Geralt. Der unsere ist nicht. Oh ja, hatten wir auch. Erzähl mir von der Primula Grisa. Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja. Ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog, stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten. Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch. Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Gut. Wir unterhalten uns später. Wir unterhalten uns später. Dann gehen wir mal weiter, die Tränke füllen. Wir müssen ja jetzt zum Furchtbringer und die Kralle klauen. Wir sind ja heute diesen Vieh. Wir zum Innenhof, hier hat sich nichts verändert. Speicheln, ja? Speichelt zum Glück automatisch. Warum haben sie denn das Viech platt gemacht? Ah, da. Und hier haben wir noch ein Festchen. Ah, klauen wir alles. Lagerungskessel. Hihihi. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, Linksklick auf den Furchtbringer Kadaver. Lest Bücher, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Okay. Und mal kurz im Inventar. Wir hatten ja irgendwie 2 Bücher. Der Furchtbringer, eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnlich seltenes Ungeheuer, der Furchtbringer. Dieses Buch fügt den Tagebuch ein Bestrariumseintrag hinzu. Wissen. Ja, hat er das denn jetzt gelesen? Gut. Wissen. Haben wir hier? Mondstrom oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer Anonymous. Wahrlich, nicht Ausstoßendes existiert, denn dieser wieder natürliche Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberei und Hexerei. Aha. Schurken ohne Gewissen sind sie ausnahmslos, Tugend und Skrupel sind ihnen fremd, sie sind wahre Kreaturen der Hölle, die nur Mord und Totschlag kennen. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und dieses Kaer Morhen, wo die Bösen hausen und üble Rituale ausüben, muss vom Antlitz der Erde getippt werden, woraufhin sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind, um das Werk zu vollenden. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Ein neuer Eintrag. Ah, super. Haben wir noch irgendwas? Sieht nicht so aus gerade, oder? Ich will ja was essen. Oh, schöne Keule. So. Hier haben wir die Furchtbringerklaue und Furchtbringerauge. Ich hab ein Auge auf dich geworfen. Achso, der Kessel macht immer noch komische Geräusche. Uhu. Locke, die auch noch. Das wäre beim Kampf gewesen gegen das Vieh, ne? Gut. Oh, schön. Die Natur. Ach ja. So, ich hab alles, Jungs. Ich hab alles. Wo seid ihr denn schon wieder? Ihr läuft schon wieder auf der anderen Seite rum, oder? Muss ich jetzt wieder rum? Ja? Oder? Feuerstelle. Kann ich den jetzt brauen oder? Habe ich jetzt alles?
Um einen Heiltrank herzustellen, klickt ihr den linken Maustaste auf die Filiole. Da haben wir ihn. Trank für Triss und Mission. Gut, und dann ruhen wir uns eine Stunde aus und dann haben wir den Trank gemacht. Ich habe den Trank. Triss, Triss, wo bist du? Triss, ich mach dich wach. Triss. Aufgewacht. Weiter schlafen, Prinzessin. Wo bist du? Oh, muss ich höher? Muss ich noch oben? Oder ist sie hier irgendwo? Nee, ich muss hoch. Habt ihr sie auf ihr Zimmer gebracht oder was habt ihr gemacht hier? Ihr Schlingel, ja. Yeah. Kaum ist die Triss einmal bewusstlos, ne? Ihr Schlingelchen. Ui, die Tür hat sich aufgelöst. Eskel, na, mit dir brauche ich ja nicht reden, oder? Oh? Oh? Da ist die Triss. Doppelklick auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Tipp, gewinnt das Wohlwollen anderer Charaktere, indem ihr ihnen Geschenke macht. Oh, klick. Bin bald wieder da. Das ist Marigold. Wo ist der Trank? Nein. Medizin für Triss. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie: Sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen, aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Naja. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss. Ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Jeder macht Fehler. Gehen wir zurück. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Ab 18. Ich, ne? Eine schwarze Muschi. Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir, wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr, außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Wollten wir sie mir nicht warten lassen, wir sonst noch etwas über die... Zauberer, der das Labor verwüstet hat, könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Welche Folgen könnt ihr haben? Etwas erledigen, muss etwas erledigen, ich komme wieder und hole euch ab, fertig sind. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar.
Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Ich habe noch mehr Fragen. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Das war bestimmt eine Woche durchsaufen oder so. Hätte ich auch alles vergessen. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer? Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal. Es gibt da etwas, das ich euch gern beibringen würde. Eintrag im Tagebuch Charakterist Merigold. Und für die Katze ist auch noch ein... Was? Geralt, können wir gehen? Ja, wir gut. Sollten Wesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Tada. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenthema. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich hab's noch keine Handys, wa? Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. So viel Emotion. Sicher Bioshock ja noch was... Es gelang den Räubern, Geheimnisse zu stehlen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten. Ihr Anführer, ein sirikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen Himmelsrichtung auf. Geralt von Riva ging südwärts nach Vysima. Umland von Vysima. Kapitel Caroline, 1. Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Oh, Caroline, hallo. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Keine Hunde. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Ach, scheiße. Lauf, Carolina. Lauf. Zur Hölle.
Hölle. Schließ das Tor, schnell!